Ja, das will ich sagen, glaube ich. Also klar, das ist schön, wenn du so zwei Dinge machst und du freust dich einfach riesig. Ja, das war lange her, aber klar, das ist meine erste Mannschaft in Deutschland. Ich glaube, ein paar Spieler ist noch da. Das ist auch ein gutes Gefühl. Ich warte ein schweres Auswärtsspiel, weil wir mussten alles reinpacken. Wir mussten unsere Abwehr richtig hinkriegen und schnelle Tore machen über die erste Welle und zweite Welle. So wie letztes Mal, wenn wir da solid gespielt haben, über 60 Minuten einfach kämpfen und dann gibt es eine gute Chance, zwei Punkte zu mitnehmen. Ui, das ist schwer. Ich finde, das sind drei richtig gute Mannschaften in einer Gruppe da. Und ganz enge Spielplan und alles was dazu. Aber ich wollen sagen, Schweden und Deutschland schafft das zu Ende.